Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Zuerst natürlich an dich nach Berlin. Hallo Jörg und auch allen Zusehern und Zuhörern, die sich wieder hier auf diesem Kanal eingefunden haben. Es ist mal wieder soweit. Wir versuchen mal wieder einige klärende Antworten auf verschiedene Fragen zu bekommen. Ich denke, Jörg, du hast dich bestimmt schon darauf vorbereitet. Meine erste Frage, die ich dir stellen möchte. Vor kurzem hast du eine Andacht auf Daily Message zum Thema Selbstverleugnung eingestellt. Zu dem gleichen Thema hast du auch eine Kurzpredigt auf diesem deinem YouTube-Kanal hier reingestellt. Daraufhin habe ich ja auch kurz meine Gedanken dazu geäußert in den Kommentaren. Auch, dass wir das nicht aus eigener Kraft können. Das ist jetzt vielleicht eine etwas gewagte Frage, aber könntest du uns da vielleicht ein Beispiel aus dem Alltag nennen? So ganz praktisch Selbstverleugnung im Alltag beschäftigt mich im Augenblick selbst sehr. Ja, hallo Martina, schön, dass wir uns wieder auf die Art und Weise etwas austauschen können. Danke für deine neuen, sehr interessanten Fragen. Ich hoffe, dass das auch auf allgemeines Interesse stößt und möchte dann auch gerne gleich loslegen mit der Beantwortung der ersten Frage, die es natürlich auch gleich wieder in sich hat. Ja, Selbstverleugnung, das ist vielleicht für manche so auf den ersten Blick etwas, was einem ein mulmiges Gefühl verursachen könnte, wo man nicht so genau weiß, was das von mir erwartet und verlangt. Jesus hat ja gesagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ja, und wie sieht das praktisch aus? Eine gute Frage. Vielleicht müssen wir erstmal definieren, was Selbstverleugnung eigentlich im Kern bedeutet und aussagt und meint. Also Selbstverleugnung ist der Verzicht auf die eigene Lebensführung. Und da fängt es ja schon an, weil jeder, der im Laufe seiner Zeit dann quasi irgendwann merkt, wie es in der Welt funktioniert, der wird dann sicherlich auch entweder eigene Vorstellungen und Gedanken entwickeln oder die Eltern oder andere Menschen werden einem dann sozusagen manche Vorschläge machen oder vielleicht sogar manche Wege vorbereiten oder auch diktieren, wie auch immer. Auf jeden Fall hat jeder seine eigenen Vorstellungen. Das ist an für sich ja nicht verkehrt. Aber ich denke, wenn man dann Christ geworden ist und anfängt, sich mit Jesus und dem Evangelium zu beschäftigen, dann müsste irgendwann auch der Aha-Effekt eintreten, dass man dann sagt, ich will mein Leben nicht aus eigenem Willen, aus eigenem Antrieb und Egoismus führen und leiten. Ich will mich sicherlich bemühen in den Dingen, die ich tun muss, die jeder tun muss, ein Stück weit. Aber wenn es darum geht, die rechten Wege einzuschlagen, und das betrifft im Grunde genommen alles, dann möchte ich Gott vertrauen, möchte ich zu ihm beten, ihn um Führung und Leitung bitten, in dem Wissen, dass er es eben besser weiß. Und ich mit meinen eigenen Vorstellungen doch öfter, als mir lieb sein würde, gegen eine Wand rennen müsste und manche bitteren und schlechten Erfahrungen ich mir einfach auch ersparen möchte bzw. sollte. Da kann jeder von euch ein Lied von singen, ich eingeschlossen. Wir müssen sicherlich nicht irgendwie krampfhaft jetzt versuchen, Gottes Willen herauszufinden und uns selber quälen und kasteien. Nein, das ist sicherlich damit nicht gemeint. Das Kreuz auf sich nehmen, sich selbst verleugnen, bedeutet einfach, dass man
einsieht, dass man sein eigenes Leben nicht im Griff hat, nicht weiß, was gut für einen ist, was wichtig ist, was entscheidend ist und was vielleicht mehr oder weniger überflüssig ist oder nicht so relevant, nicht so wichtig. Da müssen wir eben auch unsere Erfahrungen machen, aber immer mit Gebet. Ja, du fragst, wie das nun praktisch aussieht und wie man da das aufnehmen kann, diesen Anspruch auf Gott hören zu wollen und ihm dienen zu wollen und nach seinem Willen zu fragen. Das heißt ja auch in der Bibel, trachtet zuerst nach Gottes Willen, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Ja, wie geht das praktisch? Also es hängt sicherlich auch von den eigenen Lebensumständen ab. Also ich kann jetzt für mich zum Beispiel sagen, seit ich eben jetzt diese Nervenschäden habe in Händen und Füßen, da weiß ich, dass es ziemlich gefährlich sein kann, wenn ich mich irgendwie doch zu sehr auf mich selber verlasse und meine, ich kriege das schon irgendwie hin und ich werde da mir selber Strategien zulegen, wie ich dann meinen Alltag bewältigen kann. Das ist sicherlich nicht verkehrt, aber ich habe mir eben auch angewöhnt, wenn ich aus dem Haus gehe, gerade auch jetzt, wenn es glatt ist, dass ich dann immer bete, dass Gott mich beschützen, bewahren soll, dass er seine Hand über mir halten soll, dass mir nichts passiert, dass ich nicht stürze, mich nicht verletze, nicht ausrutsche. Und das zum Beispiel sind ganz praktische Dinge. Meine Frau und ich beten auch jeden Morgen um seinen Segen für den Tag. Wir lesen eine Andacht und wir beziehen uns dann in unserem Gebet auf diese Andacht, die wir gelesen haben. Ich befehle meine Frau Gott und Jesus an, dass er sie bewahrt, ihr Kraft gibt, ihr Frieden gibt, sie stärkt, dass sie guten Anschluss hat und dass sie einfach auch weiß, dass sie nicht alleine ist und dass Gott sie durch den Tag bringen soll. Das ist ein E-Mail, stört euch nicht daran, die kommen andauernd. Ja, und das ist sozusagen das Praktische. Wir sollen quasi unser Vertrauen, was unser Leben, unseren Alltag betrifft, auf den setzen, der es besser weiß. Wir sollen einem höheren, einen besseren Weg gehen, nämlich den Weg des Vertrauens, des praktischen Glaubens, dass man eben sich nicht auf sich selber verlässt. Und wenn man in dieser Art und Weise dann sein Leben auch lebt, dann wird man sicherlich trotzdem manchmal leiden. Aber das sind dann die Leiden Christi und die gehören auch irgendwie dann zur Nachfolge, zur Selbstverleugnung dazu. Dass man nämlich unter Umständen Spott erfährt und Anklage und Kritik und dass man eben von manchen Leuten argwöhnisch gesehen wird, als Spinner abgekanzelt wird, als Verrückten und als Fanatiker. Das sind quasi auch dann Leiden, die wir wegen unseres Christseins manchmal ertragen müssen. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Auch gerade im Internet, wenn man da unterwegs ist, da kriegt man doch immer wieder eine vor den Bug geknallt. Das ist letztlich auch ein Teil der Selbstverleugnung, dass man um Christi willen diese Dinge einfach erträgt. Aber im guten Glauben, im Vertrauen, dass wir von Gott getragen sind, dass wir erlöst sind, dass wir Kinder Gottes sind, dass unser Leben einen Sinn und ein Ziel hat und dass wir an die Vergebung glauben in Jesus Christus. Und das rechtfertigt letztlich auch alles Leid, alle Unannehmlichkeiten, aber es beinhaltet eben auch großen Frieden und Ruhe und Geborgenheit und das Wissen, dass wir auf der richtigen Seite stehen und Gott in allem vertrauen dürfen, im Großen und auch im Kleinen. Soweit. Kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema. Wenn ich an Maria denke, die den Herrn Jesus zur Welt bringen durfte, oh, da kommen mir schon einige Gedanken in den Sinn. Also, ich als Frau wüsste ehrlich gesagt nicht, wie ich reagiert hätte, wenn mir ein Engel gesagt hätte, dass ich Jesus zur Welt bringen würde. Wahrscheinlich hätte ich gedacht, dass ich träume. Was denkst du über Maria? Sie war bestimmt eine außergewöhnliche Frau. Das kann ich mir schon vorstellen.
Aber es ist ja auch klar, dass ihr eine größere Rolle zugespielt oder zugesprochen wird, als es nötig wäre. Sie wird ja oft als Heilige verehrt. Kannst du uns darüber etwas sagen? Ja, Maria, das ist sicherlich auch eine interessante Frage. Also, um es gleich vorneweg zu sagen, Maria ist eine absolut integre und wunderbare Frau. Sie ist das Gefäß gewesen und wurde auserwählt, um Jesus Christus auf die Welt zu bringen. Und sie war ganz gewiss eine außergewöhnliche Frau. Aber die Rolle, die sie jetzt in der katholischen Kirche spielt, dass sie sozusagen als Mutter Gottes bezeichnet wird, sie war die Mutter von Jesus Christus, der Mensch wurde. Und in dem Sinne, dass man jetzt sagt, sie ist die Mutter Gottes, ich denke, das ist der falsche Begriff und das suggeriert doch hier eine gewisse Rolle, die sie einfach nicht hat. Und das muss man eben auch ganz klar sehen. Und was dann zum Teil eben aus Maria gemacht wurde, das ist sicherlich nicht im Sinne Gottes. Es gibt ja in den Sendschreiben in Offenbarung auch diesen Text an die Gemeinden. Und da ist ja dann auch bei einer Gemeinde davon die Rede, dass er, der Gott, an den wir glauben, gegen diese Gemeinschaft, gegen diese Kirche hat, dass sie quasi die Isabel duldet. Und im Prinzip ist das ja Götzendienst. Und diese ganze Marienverehrung, die wir ja schon seit ewigen Zeiten mitbekommen, die geht ja genau in diese Richtung, dass man da sich eben einen Götzen heraussucht und ihm dann den Namen Maria gibt, Himmelsgöttin oder Mutter Gottes oder Miterlöserin und was da nicht alles für Bezeichnungen stattfinden und ihr gegeben wurden. Aber das hat mit Maria, der biblischen Maria, überhaupt nichts zu tun. Und diese ganzen Wundererscheinungen, die angeblich geschehen sind, das ist sicherlich kein Werk des Heiligen Geistes. Man muss sicherlich dann auch sagen, dass in der katholischen Kirche es ganz gewiss auch wiedergeborene Christen gibt, aufrichtige Gläubige. Und die sicher auch viel Gutes tun, wo man auch Respekt haben darf. Aber es gibt eben auch manche Auffälligkeiten, die sind nicht mit dem vereinbar, was die Bibel sagt. Auch insbesondere, was die Person Maria betrifft. Es gibt ja das wunderbare Gebet oder der Lobgesang der Maria in der Bibel. Dazu habe ich auch mal was geschrieben bei Daily Message. Und sie ist, wie gesagt, eine ungewöhnliche Frau und man darf sie auch in mancher Hinsicht als Vorbild nehmen. Sie hat einen festen Glauben gehabt, sie war gehorsam. Sie hat ja auch gesagt, den bei der Hochzeit, wo Jesus dann Wasser in Wein verwandelt hat, was er euch sagt, das tut. Und das ist ein wunderbarer Ratschlag, den sie ihr ganzes Leben lang auch umgesetzt hat und das ist für uns auch ein Vorbild, dass wir uns eben an das halten, was Jesus gesagt hat oder eben durch den Heiligen Geist einen vermittelt. Und das ist ja gerade heutzutage wichtig, wo er jeder Gott und Jesus manche Dinge in den Mund legt, die er nie gesagt hat, nie gemeint hat. Und darum ist sie für uns auch ein absolutes Vorbild. Aber sie ist keine Himmelsgöttin. Sie ist auch niemanden, den man anbeten soll oder zu dem man überhaupt beten soll. Sie ist nicht die Stellvertreterin. Sie ist keine Vermittlerin. Sie ist das Gefäß Gottes. Und sie hatte ja auch mit Josef noch weitere Kinder, unter anderem auch Jakobus, der den Jakobusbrief geschrieben hat. Und das wird ja auch verneint in der Kirche, dass das wohl nicht so sei, aber da ist die Bibel eindeutig, da muss man gar nicht groß diskutieren. Und Maria ist eine Frau, die wir ehren, die wir achten, die wir lieben dürfen, aber sie ist nicht das, was aus ihr gemacht wurde und es wird vieles auch in ihrem Namen gesagt und gepredigt und verlautbart, was ihr absolut sicherlich nicht recht ist.
Und da wird sie nicht glücklich drüber sein, was man dann aus ihr gemacht hat. Und wie gesagt, Maria, großes Vorbild, beachtenswerte Frau, aber eben nicht das, was die Kirche aus ihr gemacht hat, sondern sie ist auserwählt, wie wir auch auserwählt wurden. Sie ist heilig, absolut, aber jeder, der an Jesus Christus glaubt, ist heilig durch das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat. Wer gerecht geworden ist durch den Glauben, der ist automatisch auch heilig. Heilig heißt beiseite gesetzt, herausgerufen, und das ist jeder echte Christ. In diesem Sinne, Dankeschön. Kommen wir mal zu einer anderen Frau, auch eine Maria, Maria Magdalena, von der in Gottes Wort berichtet wird. Sie steht mir persönlich besonders nahe. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich denke, mit ihrer Tat, wie sie an Jesus gehandelt hat, spricht schon von einer ganz, ganz tiefen Liebe. Was gäbe es denn über sie noch zu sagen? Ja, das wird vielleicht manchmal übersehen, dass es in der Bibel ja noch eine bemerkenswerte Maria gibt, Maria Magdalena. Ja, zu ihr gibt es sicherlich auch einiges zu sagen. Sie war eine Frau, die viel geliebt hat, die Jesus Christus sehr geliebt hat und auch sehr mit allem mitgelitten hat, was ihm passierte und mit ihm geschehen ist. Und sie war auch die erste am Grab nach der Auferstehung. Und sie hat in Jesus Christus jemanden gefunden, der ihr ganzes Leben doch sehr verändert hat. Und in der Bibel heißt es auch, wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Und vermutlich war es genau so bei ihr. Sie war ja Prostituierte und hatte sicherlich auch ein Leben gelebt zuvor, wo sie sich nicht auch gerade mit Ruhm bekleckerte, wo sie auch viel gesündigt hat, viel Sünde gesehen, verursacht hat vielleicht sogar. Und sie hat diese Erlösung doch so sehr ersehnt und gebraucht und in Jesus Christus auch finden dürfen, dass sie wirklich alles auf den Kopf gestellt hat, was ihr altes Leben betraf. Und eine Kehrtwendung vollzogen hat um 180 Grad, wie vielleicht nicht jeder, der Christ ist, das so erlebt und umgesetzt hat. Von daher können wir an ihr ganz besonders erkennen, wie groß ein Mensch doch Liebe empfinden kann für denjenigen, der sie erlöste, der sie befreite. Von sich selbst, von der Sünde, von Tod, von Teufel, von der Sinnlosigkeit des Lebens, von allem Schmutz, allem Dreck. Und sie ist hier doch für uns ein Anschauungsbeispiel geworden, wie sehr doch die Gnade Jesu und sein Blut einen Menschen reinigen und verändern kann. Und sie hat sozusagen uns allen durch ihr Verhalten Jesus gegenüber, ich denke auch da an die Szene, wo sie zu ihm gekommen ist und sich hingekniet hat und geheult hat und seine Füße geküsst hat und dann mit ihren Haaren die Füße getrocknet hat und eine wertvolle Salbe benutzt hat, um ihn zu salben, die Füße zu salben, sodass der ganze Raum erfüllt war von diesem Duft. Und das war eine sehr kostbare Salbe, wo sich dann auch Judas Iskariot darüber beschwert hat, dass man das doch hätte verkaufen können und sollen, um damit den Armen doch etwas zu geben. Aber das war von ihm ja auch geheuchelt. Er hatte ganz andere Interessen damit. Aber Maria Magdalena war das in dem Moment ganz egal. Sie hat alles gegeben. Sie hat Jesus für so wertvoll und kostbar erachtet, dass sie alles für ihn gegeben hätte. Aber sie hat in ihm eben ihren Erlöser finden dürfen. Sie hat ein
total verändertes Leben danach gehabt. Und sie ist uns ein großes Vorbild. Und man kann ja nur dankbar sein für diese Frau, dass an ihr doch auch gezeigt wird, dass man wirklich ein total verändertes Leben haben kann, dass sich alle Umstände verändern können im Leben, wenn einem Jesus Christus begegnet und er einen erlöst. Maria Magdalena steht stellvertretend für alle, die einen Erlöser suchen. Judas suchte keinen Erlöser, dazu kommen wir später noch bei der anderen Frage, aber Maria Magdalena suchte ihn und fand ihn in ihrem Herrn und Geliebten, in ihrem Erlöser, Jesus Christus. Ja, und schon sind wir bei der nächsten Frage, die, wie ich finde, eigentlich auch recht spannend ist. Schaue ich mir die heutige Zeit an, dann stelle ich immer mehr fest, wie viel Lieblosigkeit, Egoismus und Kälte herrscht und wie viele neue Lehren kommen gerade in dieser Zeit auf. Es scheint so und es ist wahrscheinlich wirklich so, dass satanische Kräfte hier auf dieser Erde mit den Menschen ihr böses Spiel treiben. Können wir einen Gegenpol bieten zu diesem Zeitgeist, der heute hier in dieser Welt herrscht? Ja, wir können nicht nur einen Gegenpol bieten, sondern wir müssen das gewissermaßen sogar, weil die Zeiten sind, wie gesagt, schlimm. Die Christen werden verfolgt und ins Lächerliche gezogen, werden als Fanatiker, als Fundamentalisten, als Kreationisten beschimpft und angeklagt. Und der Glaube an Gott wird zwar jetzt nicht in dem Sinne verboten, also noch nicht, aber man sagt eben, es gibt viele Wege zum Glauben und man kann doch jetzt im allgemeinen Zeitgeistgedanken sozusagen dafür sorgen, dass sich alle einig werden, dass man quasi alles in einen Topf wirft und umrührt und dann soll doch jedem gedient sein und jeder darf sich doch dann nach seiner eigenen Fasson das heraussuchen, was er für richtig und wichtig hält. Und ich habe das schon oft erwähnt, Absolutheitsansprüche heutzutage, die werden rigoros abgelehnt, damit will man nichts zu tun haben. Das sind dann die Ewiggestrigen, die Fanatiker und die Fundamentalisten im negativen Sinne. Und die darf man nicht für ernst nehmen, die sind gefährlich und das sind sozusagen fromme Ideologen, die nichts Gutes im Sinn haben und die auch einen Beitrag in diese Gesellschaft hineintransportieren, den keiner haben will. Aber das ist eben die Sicht der Welt, die ungläubige Sicht, die atheistische Sicht und somit auch die ahnungslose Sicht. Und wenn man eben sagt, es gibt nur den einen Weg in den Himmel, wie Jesus Christus ja auch selber sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater in den Himmel zur Erlösung als nur durch mich. Wer das eben so behauptet, der ist in der heutigen Zeit und vor der Gesellschaft schon sozusagen auf dem Abstellgleis gelandet, in der Ecke, wo quasi die hinkommen, die keiner haben will, die werden an den Rand der Gesellschaft geschoben, gezerrt. Das sind die, die man bekämpfen muss, die man ignorieren muss, die sozusagen in der Vergangenheit feststecken und die nicht auf den Zug aufspringen, die es besser wissen, und das wissen sie ja durch Jesus Christus, der der Weg ist und die Wahrheit und das Leben und wer das eben behauptet, den wird der Zeitgeist sozusagen auffressen wollen. Aber
Jesus hat uns ja gesagt, dass diese Zeiten kommen werden. Paulus hat das in seinen Briefen immer wieder betont, dass es eine Zeit geben wird, da werden sie die heilsame Lehre nicht ertragen, sondern sich eigene Lehren und eigene Lehrer sozusagen zu Gemüte führen und sich das heraussuchen, was sie gerne hören möchten. Und das ist ja im Prinzip auch nichts Neues. Das war ja schon im Alten Testament so bei Jeremia, der den Leuten ja auch genau das gesagt hat, dem Volk Israel, was sie nicht hören wollten. Und dann wurde eben auch Jeremia angeklagt, war unbeliebt und wurde verfolgt und nicht ernst genommen. Und das hat sich ja bis heute dann auch nicht verändert bei denen. Und die Bibel sagt auch, dass es in der letzten Zeit so sein wird wie zur Zeit Noahs. Und Noah, als er die Arche baute im Auftrag Gottes, wurde ja auch belächelt und angeklagt und man hat sich über ihn beschwert und ihn nicht für voll genommen und ihn für einen Trottel, einen Idioten gehalten. Und das ist ja auch genau das, was die Bibel sagt, dass diejenigen, die verloren werden, dass die eben die Botschaft von Jesus Christus, vom Evangelium, vom Tod am Kreuz zur Vergebung der Sünden, dass diejenigen, die verloren werden und gehen, das für einen Witz, für eine Dummheit, für Schwachsinn halten. Und genau so ist es ja heutzutage. Und auch Christen untereinander sind sich in vielen Dingen leider auch nicht mehr so einig. Und da sollten wir eben die Art und Weise, vermutlich in der Art und Weise, wollte ich sagen, das so handhaben, dass man eben dann den anderen auch stehen lassen kann, wenn das Fundament stimmt, wenn man eben auch weiß, da ist jemand, der glaubt an die Vergebung seiner Sünden durch Jesus Christus. Und das ist erstmal die Hauptsache. Und wenn er dann in anderen Dingen eine andere Erkenntnis hat oder meint zu haben, dann muss man ihn eben stehen lassen. Dann sollten wir in Liebe miteinander umgehen und eben nicht uns gegenseitig die Bibel um die Ohren hauen. Das passiert manchmal und manchmal müssen wir auch korrigieren, aber wenn im Grunde doch das Fundament stimmt, dann sollten wir auch tunlichst vermeiden, öffentlich zu streiten, sondern dann sollten wir einfach Frieden halten, die Füße stillhalten. Das ist vielleicht auch jetzt zu der Zeit, zu der Endzeit, in der wir leben, ein wichtiger Hinweis, den wir beherzigen sollten, was sicherlich nicht immer einfach ist, gerade dann, wenn man auch persönlich angegriffen und vielleicht sogar beleidigt wird. Ja, das ist die Zeit, in der wir leben. Das ist die Zeit, in der Gott uns auch hineingestellt hat. Gott hat uns ja schon gekannt vor Grundlegung der Welt. Und dann beinhaltet das sicherlich auch, dass Gott uns kennt und uns eben auch dann in diese Zeit hineingesetzt hat, wo er möchte, dass wir eben am Wirken sind. Und jetzt eben entsprechend dort, wo wir sind und in dem Alter, in dem wir sind und mit den Erfahrungen, die wir sammeln, gesammelt haben, mit der Persönlichkeit, die wir sein dürfen in Jesus Christus, dass wir in dieser Art und Weise, in dieser Funktion, in dieser Stellung eben auch wirken und die Zeit auskaufen, Gutes tun an jedermann, wie die Bibel sagt, besonders an des Glaubens Genossen. Und das ist eben dann jetzt unser Teil, wo wir auch eben dazu beitragen können, dass die Liebe eben nicht in vielen erkaltet. Das steht nämlich drin, nicht, dass wir das ertragen und akzeptieren müssen, sondern dass wir dagegen arbeiten, dass wir eben uns darum bemühen, dass die Liebe eben nicht erkaltet, sondern dass wir uns annehmen und lieben und füreinander beten und nach Gottes Willen fragen, Fürbitte leisten und eben ein christliches Leben leben und nach Gottes Willen fragen, unser Kreuz auf uns nehmen und wie schon erwähnt, die Selbstverleugnung praktizieren, indem wir nach Gottes Willen für unser Leben fragen, indem wir konkret auch darum bitten, dass Gott uns hilft, die Türen öffnet und unsere Wege vorbereitet, uns das gibt, dass wir seinen Willen auch erkennen und ausführen dürfen, dass wir nicht nach eigenem Gutdünken unser Leben leben, sondern dass wir nach Gott fragen und darum bitten und aufmerksam, sensibel sind für die Dinge, die um uns herum geschehen. Auch das hat mit Selbstverleugnung zu tun. Das ist auch das, was jetzt in dieser letzten Zeit geboten ist. Denn die Zeiten werden nicht besser und wir werden nicht stärker, sondern je länger wir Christen werden, desto mehr sollten wir einfach auch begreifen und verstehen, dass wir ohne Jesus tatsächlich nichts tun können und dass wir nach seinem Willen fragen und dass er uns gerne gibt, was wir brauchen,
dass er uns auch mit allem ausgerüstet hat, um in dieser Zeit zu bestehen. Die Waffenrüstung Gottes, der Helm des Heils, der Brustpanzer der Gerechtigkeit, das Schwert des Geistes, die Bibel und das Schuhwerk und alles hat er uns gegeben. Wir sind Sieger, wir leben im Sieg und wir dürfen in diesem Sieg und mit den Waffen des Sieges auch unseren Glauben voranbringen und verteidigen und Gutes tun und das Evangelium verkündigen und Gott in allem vertrauen. Und das ist das Beste, was wir tun können und dass wir uns auch demütig halten, dass wir nicht stolz werden, weil wir haben auf nichts irgendwie einen Anspruch, stolz zu sein. Stolz ist eine schlimme Sünde, es war die Sünde des Teufels und darum legt Gott auch so viel Wert darauf, dass wir uns demütig halten und nicht stolz werden, dass wir nicht mehr von uns halten, als es sich gebührt, dass wir wirklich uns um Demut bemühen und das tun wir, indem wir einfach erkennen, wie groß Gottes Liebe ist, wie groß seine Gnade, seine Vergebung auch für mich ganz persönlich in meinem Leben war und ist und auch in Zukunft noch sein wird. Dass er uns ans Ziel bringt und dass er ein gutes Werk angefangen hat und es zur Vollendung bringen wird, dass Jesus Christus der Anfänger und der Vollender des Glaubens ist. Und das muss uns immer wieder bewusst werden. Das dürfen wir uns auch einander zusprechen, Gottes Gnade, Gottes Liebe und dass wir uns vor diesem großen, gewaltigen Gott im Glauben demütigen dürfen, dass wir Gottes Furcht, dass wir Respekt haben dürfen und dass wir uns entsprechend auch verhalten und nach seinem Willen fragen und ihm einfach auch ganz praktisch vertrauen jeden neuen Tag. Gott segne euch. Auf die nächste Frage, nein, besser gesagt, auf die nächste Antwort bin ich ja jetzt wirklich sehr gespannt. Denn es geht um eine ebenfalls interessante Person, die ich hier ins Gespräch bringen möchte. Judas Iskariot. Was hat ihn wohl dazu bewogen, Jesus zu verraten? Diese Frage habe ich mir oft gestellt. Es heißt zwar auch in Gottes Wort, dass der Satan in ihn gefahren ist, aber er ging ja 3 Jahre lang mit dem Herrn, hat ihn hautnah erlebt. Hat das tatsächlich keinen bleibenden Eindruck in ihm hinterlassen? Ja, Judas Iskariot, auch eine Person der Bibel, wenn auch eine, die uns mit Trauer, mit Traurigkeit, vielleicht mit Entsetzen irgendwie begegnet. Aber er war sogar jemand, der zur Jüngerschaft dazugehörte, der einer von den Zwölfen war und der Jesus verraten hat. Ja, es gibt sicherlich viel Raum für Spekulationen, warum das jetzt so geschehen ist und ob es so kommen musste, ob es nicht auch eine andere Möglichkeit für ihn gegeben hätte und so weiter und so fort. Und ja, über ihn nachzudenken ist sicherlich nicht so einfach, aber die Bibel gibt uns auch hier einiges an Dingen, über die wir nachdenken können und müssen und die für uns auch lehrreich sein können. Das Problem von Judas Iskariot war seine Habsucht, seine vermeintlich offenkundige Neigung an Besitz und an materiellen Dingen. Und er war ja auch derjenige von den Jüngern, der sozusagen das Geld verwaltete. Sicherlich kein Zufall. Dadurch wurde ja auch deutlich, was für eine Gesinnung er hatte, indem er diese Verantwortung bekam. Und es gab ja auch diese Szene mit Maria Magdalena, die ich schon erwähnt hatte, dass er sich darüber beschwerte, dass das kostbare Salböl, diese Salbe, dass die nicht verkauft wurde, um sie dann von dem, was sie daraus erwirtschafteten,
den Armen etwas geben konnten. Aber die Bibel sagte extra, dass das nur vordergründig war, dass das gar nicht seine Absicht war. Er wollte das Geld für sich selber einheimsen. Das war sein Problem, diese Habsucht, aber das allein war es sicherlich nicht, was ihn zum Verräter machte. Er hat sozusagen sein Problem auch mehr oder weniger für sich behalten und hat eben seine Schwachheit, seine Neigung zu diesen Dingen eben nicht auch reparieren, heilen lassen, Jesus um Vergebung gebeten, um Hilfe in dieser Angelegenheit. Nein, das war ihm wahrscheinlich dann doch zu wichtig und er hat das sozusagen dann behalten und war nicht bereit, da irgendwie einen Schritt auf Jesus zuzugehen. In dieser Hinsicht nicht und auch in anderer Hinsicht nicht. Er hatte wohl eine gewisse Sympathie für Jesus. Er war sicherlich eine Person, die ihn irgendwo intellektuell auch herausforderte. Er war ja kein Dummer, er war ein gebildeter Mensch. Aber er hatte in Jesus jemand anderen gesehen als die anderen Jünger. Es gab ja auch die Meinung von vielen damals, dass wenn der Messias kommt, dass er dann die Römer aus dem Land treibt und quasi dann die Versklavung und die Unterdrückung beendet der Israeliten und dass das quasi der Auftrag des Messias ist. Und das hatten viele sich sozusagen aufs Revers geheftet und das war ihre Einstellung. Auch die Zeloten, die waren ja auch eher ja, kriegerisch veranlagt und hatten eben in dieser Art und Weise das Ziel, mit Gewalt jetzt die Römer zu vertreiben. Und sie wollten da Jesus quasi auch mit einspannen, weil sie dachten, der geht jetzt voran und der bereitet den Weg und dann schlagen wir zu und dann sind die Römer weg und das Problem ist gelöst. Aber sie haben überhaupt nicht verstanden, um was es ging, um was es Jesus ging. Und Judas Iskariot hat da sozusagen mit eingestimmt in diese Einstellung, in diese verkehrte Sicht der Dinge. Und entsprechend hat er dann eben auch die Nachfolge von Jesus Christus, die 3 Jahre, die er ihn tatsächlich auch begleitet hat, die hat er quasi nicht dazu genutzt, um wirklich zur Einsicht zu kommen. Und das ist für uns ja irgendwie auch eine Lehre, eine Ermahnung, dass es nicht darauf ankommt, nah bei Jesus zu sein, körperlich ihn zu sehen, ihn zu erleben und mit ihm Gemeinschaft zu haben oder das zu meinen, aber dann trotzdem weit entfernt ist, weil man sich sozusagen nie wirklich bekehrt hat, dass man nie wirklich einen Erlöser suchte, sondern etwas anderes. Und das trifft ja auch heutzutage auf viele Menschen zu. Die wenden sich vielleicht an die Kirche, an irgendwelche religiösen Gefühle, an irgendwelche Weltanschauungen oder frommen Ideologien, aber einen Erlöser, Jesus Christus, den Gekreuzigten, den suchen sie nicht. Da haben sie irgendwie die Möglichkeit nicht gesehen oder sehen wollen, sich hier von ihren Sünden erlösen und befreien zu lassen durch den Glauben an die Tat Jesu Christi am Kreuz, sein vergossenes Blut und das, was er gesagt und getan hat, dass er sein Leben hingegeben hat und das hat er den Jüngern ja auch gesagt. Das hat Judas auch nicht verstanden, die anderen auch nicht zuerst, hinterher dann schon. Ja, jetzt könnte man natürlich fragen, ja, er hat Schuld auf sich geladen, er hat Fehler gemacht, die anderen Jünger doch auch. Allen voran Petrus, der hat Jesus sogar 3-mal verleugnet, ihn zu kennen. Und ja, was war nun mit ihm? Was ist jetzt der Unterschied zwischen Judas Iskariot und Petrus? In Lukas 22,3 heißt es, dass der Teufel in Judas fuhr, aufgrund seiner Einstellung, seiner Fehler. Und da gab es eben diese offene Tür, wo das Böse hereinkommen konnte. Aber das war bei Petrus nicht der Fall. Er war sich auch angefochten. Jesus hat ja gesagt, siehe, der Satan begehrt euch zu sieben wie die Weizen. Und Judas ist sozusagen durchgefallen durch das Sieb, aber Petrus nicht. Von Petrus lesen wir in der Bibel, dass er
nachdem er ihn dreimal verraten hatte, bitterlich weinte. Das ging ihm sehr zu Herzen. Er war so sehr enttäuscht über sich selbst. Und Jesus hatte ihm ja das auch angekündigt, dass er in dieser Weise versagen wird. Und er hat das abgestritten. Er hätte das nie für möglich gehalten, dass er so reagiert und sich so verhalten würde. Aber es ist passiert. Und darüber war er so zerknirscht und enttäuscht über sich selbst. Und er weinte bitterlich. Ein gestandener Mann, der bitterlich weint. Wer sowas schon mal erlebt und gesehen hat, der weiß, dass das eine, ja, herzzerreißende Szene gewesen sein muss. Aber Petrus war derjenige, von dem Jesus gesagt hat, wenn du dich einst bekehrst, so stärke deine Brüder. Das heißt, das, was ihm passierte, das wusste Jesus und er hatte noch einiges mit ihm vor. Er wusste, dass er diese Enttäuschung brauchte, dass er nämlich erfahren und lernen musste, dass er nicht auf sich selbst schauen darf, dass er nicht seine Glaubenskraft aus sich selber sozusagen herausholt durch seine Einstellung, durch seine Willensstärke, durch das, was er meint, verstanden zu haben, dass er dadurch dann Jesus nachfolgt und an ihn glaubt und entsprechend dann sein Leben als Christ lebt. Das ging total nach hinten los. Er hat sich auf sich selbst verlassen und brauchte diese Ernüchterung, diese Erfahrung. Wenn's eng wird, wenn's drauf ankommt, wenn die Dinge wirklich im Sinne Gottes geschehen müssen, dann versagen wir. Wir können in vielen Dingen unseres Lebens, in vielen Momenten unseres Lebens nichts anderes tun, als Gott vertrauen, als an ihn glauben, ihm vertrauen und nicht auf unsere eigene Kraft schauen. Die ist nämlich nicht vorhanden, sondern Kraft im Glauben zu finden, nämlich die Kraft Jesu Christi, die Kraft von Gott. Die Kraft von oben aus dem Himmel, der Heilige Geist, die Kraft des Heiligen Geistes, darauf müssen und dürfen wir vertrauen. Und auch der Glaube ist letztlich nichts, was wir aus uns selber produzieren können. Es ist eine Gnadengabe und es ist etwas, was wir nicht von uns selber erwarten dürfen. Jesus Christus ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens und das beinhaltet auch den Weg dazwischen. Zwischen Anfang und zwischen Vollendung, da ist unser Leben, da ist die Heiligung, da sind wir quasi in diese Welt hineingeworfen, müssen unsere Erfahrungen machen, unser Leben leben und das können wir nicht aus uns selber. Wir brauchen den Beistand, die Gnade, die Vergebung Gottes, Jesu Christi und das ist das, was Judas Iskariot nicht hatte, nicht wollte. Er suchte keinen Erlöser. Petrus suchte einen Erlöser und er fand ihn gerade da, wo er versagt hatte. Judas hat auch geweint und war zerknirscht, aber nicht deswegen, weil Jesus Christus ihm sozusagen etwas weggenommen hat, sondern er war zerknirscht und traurig darüber, dass sein Plan nicht aufgegangen ist, dass Jesus nicht derjenige war, den er meinte zu kennen, zu sehen, zu verstehen, sondern dass sein Plan, seine Tricks, sein Ansinnen nicht aufgegangen ist, dass er unschuldiges Blut verraten hatte und dass er Jesus Christus im Grunde seines Herzens als Erlöser abgelehnt hat. Er hat ihn wohl in jeder Weise angenommen, aber eben nicht als Erlöser. Und das war sein großer Fehler. Das war das, was ihn letztlich disqualifizierte vor Gott und was ihn dann auch dazu trieb, Jesus zu verraten. Er wollte mit Gewalt seinen Willen durchdrücken. Gott hat das alles schon vorher gewusst und es war auch vorher bestimmt, dass jemand diesen Platz sozusagen einnimmt, aber es hätte jeder andere auch sein können, aber es fiel auf Judas Iskariot und er hat uns in der Hinsicht doch auch viel zu sagen, dass er nämlich seine Schuld sich nicht vergeben hat lassen, dass ihn seine Habsucht, seine Sünde letztlich dazu gebracht hat, Jesus zu verraten, für Geld, für Silberlinge, die er dann hinterher wieder zurückbringen wollte zu den Hohenpriestern.
Und die haben ihm quasi die kalte Schulter gezeigt, haben gesagt, was geht uns das an? Das ist allein deine Sache. Und dann ist man alleine. Und es gab ein zu spät. Vielleicht hätte er ja zum Kreuz rennen sollen nach seinem Verrat. Vielleicht wäre das die Möglichkeit gewesen, dass er doch noch die Kurve kriegt, dass er doch noch Gnade und Vergebung findet. Aber im Gegensatz zu Petrus, der von Jesus Christus wiederhergestellt wurde, und Jesus hat auch für Petrus gebeten, dass sein Glaube wiederhergestellt wird. Aber bei Judas Iskariot war das Ende so, dass er sich erhängte. Und es gibt ja diesen Text, wo einmal steht, er erhängte sich, und dann stand irgendwo, dass er ja, seine Gedärme quasi herausquollen. Kein schönes Thema, kein schönes Bild. Und da sehen ja viele auch einen Widerspruch darin, das vielleicht noch als kleine Nebenbemerkung. Aber die Antwort ist ganz einfach. Er erhängte sich und der Ast ist gebrochen und er ist runtergefallen und dann ist er aufgeplatzt. Und so ist die Erklärung. Also ist kein Widerspruch in dem Sinne. Ne? Aber das war letztlich das traurige, schlimme Ende von Judas Iskariot, der sich selbst getötet hat und keinen Erlöser suchte. Und das letztlich ist für uns auch eine Warnung einerseits, aber andererseits auch ein anschauliches Bild dafür, dass Glaube eben nicht gleich Glaube ist und dass es letztlich nur darum geht, an den gekreuzigten Sohn Gottes zu glauben, der für die Sünden sein Leben gelassen hat, um Sünde, Tod und Teufel zu besiegen und jeden, der an ihn glaubt, gerecht zu machen und zu erlösen und zu befreien. Und das ist das, was wir brauchen, was einen Christen ausmacht und beinhaltet, dieser Glaube. Johannes 14,6: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das ist der Messias, das Lamm Gottes. Und daran sollen und dürfen wir glauben. Und schon wieder sind wir bei der letzten Frage angelangt in diesem Gespräch. Und zwar geht es jetzt um Martin Luther. Ihm verdanken wir ja die deutsche Übersetzung der Bibel. Wie kam er überhaupt zum Glauben? Er suchte ja immer nach einem gnädigen Gott. Kannst du uns darüber etwas berichten? Ja, eines meiner Lieblingsthemen schon immer gewesen. Auch in der Schule habe ich mich immer intensiv mit Martin Luther beschäftigt. Er war eine bemerkenswerte Persönlichkeit. Ich war auch schon auf der Wartburg, wo er dann das Neue Testament und später auch das Alte übersetzt hat in die deutsche Sprache. Und er ist für mich eine bewundernswerte Person. Sicherlich nicht ohne Fehler. Es gibt ja heute auch viele, die Luther für den Teufel halten. Fast könnte man das so bezeichnen. Aber er war sicherlich ein fehlerhafter Mensch, so wie die anderen Personen in der Bibel ebenso. Aber ich denke, er war der richtige Mann zur richtigen Zeit. Er hat von 1483 bis 1546 gelebt. Er war ein Mönch, er war ein katholischer Mönch gewesen und er hat quasi durch sein persönliches Empfinden sozusagen Gott finden dürfen in der Weise, dass er erkannte, dass er aus eigener Kraft, durch Gesetzlichkeit, durch sein Mönchtum und durch Mitgliedschaften und Wallfahrten und Pipapo und was weiß ich noch alles, es nicht schaffen kann, ein gerechtes Leben vor Gott zu finden. Er suchte tatsächlich einen gnädigen Gott. Und diesen gnädigen Gott, den hat er lange nicht gefunden, hat sich gequält, war ein sehr engagierter Mönch, war immer der Erste und der Letzte, hat sich hingegeben mit allem, was er hatte und war vorbildlich, war sehr klug auch, hat Theologie studiert, hat sogar seinen Magister, seinen Doktor gemacht und hat gelehrt und gepredigt
und war sehr engagiert und mächtig in Wort und Tat sozusagen. Er hat in einer schwierigen Zeit gelebt, im Mittelalter, und hat quasi auch viele Feinde gehabt. Man hat ihm dann auch von der Kirche her gedroht, ihn umzubringen. Da gab es eine Bannbulle, das heißt, er wurde für vogelfrei erklärt. Also jeder, der ihn sah und ihm Leid antun wollte, der konnte das, der durfte ihn sogar töten, ohne dass er bestraft wird. Das nennt man vogelfrei. Und er wurde aber auch beschützt und letztlich auch zu seinem Schutz auf die Wartburg gebracht in Eisenach. Und hat dann dort die Zeit genutzt, um die Bibel, die er hatte, ins Deutsche zu übersetzen. Und das hat er gemacht. Und das ist ja auch das, was wir heute noch in den Händen halten können, dass wir hier die Bibel haben nach Martin Luther, wie hier steht. Und da gibt es auch, das ist die Version von 1912, sehr gut finde ich. Da gibt es auch andere Übersetzungen noch. Es gibt sicherlich bessere, aber auch schlechtere. Auf jeden Fall ist es eine gute Übersetzung und die Grundlage für vieles, auch für die deutsche Sprache. Er war darüber hinaus auch noch ein Liederdichter und hat sehr viele Spuren hinterlassen in seinem Leben. War sicherlich auch angefochten eine Zeit lang und musste um sein Leben fürchten und ja, hatte sicherlich auch so manche Kämpfe zu kämpfen. Er war sehr deutlich, er hat sich ja auch schriftstellerisch sehr engagiert, hat viele Bücher und Schriften verfasst und es war sicherlich kein Zufall, dass zu der Zeit, wo er quasi agierte, dass da auch der Buchdruck erfunden wurde von Johannes Gutenberg in Mainz und dass dann das quasi das eine zum anderen geführt hat, dass dadurch eben auch viele seiner Schriften verbreitet wurden und gedruckt wurden. Und die haben wir heute noch. Und das ist sicherlich auch dem Buchdruck zu verdanken. Und das war ganz sicherlich kein Zufall. Er hat wohl manches Mal ziemlich ausgeholt und ziemlich deutlich geworden und hat den Papst alles Mögliche genannt. Aber es war ihm sozusagen auch ein Anliegen, ein Herzensanliegen, weil er eben sah, dass die Gnade Gottes allein durch die Gerechtigkeit wirksam und deutlich wurde, nämlich die Gerechtigkeit, die Jesus Christus am Kreuz erworben hat. Und zwar ohne Werke, ohne Kirchenmitgliedschaften, sondern allein aus Gnade. Derjenige ist gerecht, der an den gerechten Jesus Christus glaubt. Und das war die Botschaft. Das hat er erkannt. Und so, auf diese Art und Weise, hat er diesen gnädigen Gott, den er suchte, auch gefunden. Und das ist für uns auch ein Vorbild, dass wenn wir auch den Anspruch haben, an Gott zu glauben, ihm zu dienen, ihm gehorsam zu sein und ein Leben zu führen, was Gott ehrt, dass wir das nicht durch Äußerlichkeiten tun können, durch Werke, durch Gesetze, durch Disziplin, durch Mönchtum oder durch sonst irgendwas, sondern dass wir das nur tun können, indem wir neue Menschen werden, indem wir Kinder Gottes werden, indem wir uns ganz auf Jesus Christus verlassen, der uns gerecht gemacht hat im Glauben, nicht durch Werke, damit sich niemand rühme, wie die Bibel sagt. Und das hat Luther erkannt und hat dann in dieser Freiheit heraus auch viele Dinge tun und sagen können, in der Gewissheit, dass er recht hatte. Er musste dann auch seinen Glauben verteidigen, wurde auch in Worms vor Gericht gestellt und musste da erklären, was er da lehrte. Und hat eben auch gesagt, dass er durch sein Gewissen daran gebunden ist, das zu glauben, was die Bibel sagt, und nicht an das zu glauben, was die Kirche vermittelt und meint zu wissen. Und dass er diesem Gewissen verpflichtet ist und dass er Gott mehr gehorchen muss und dass er nicht widerrufen kann, weil das gegen sein Gewissen, gegen seine Überzeugung, gegen die Wahrheit ist und dass er sich nicht dadurch versündigen darf vor Gott, indem er das alles widerruft, was er erkannt und verstanden hat. Ja, und da diese Charaktereigenschaft ist bewundernswert, dass er dann alles in Kauf genommen hat, um die Wahrheit aufzuzeigen und dass er in vielen starken Worten dann auch manches
benannt hat, was auch heute noch Gültigkeit hat. Er ist sicherlich in mancher Hinsicht auch durchaus übers Ziel hinausgeschossen. Das ist wohl seinem Ehrgeiz und seinem Temperament auch zu verdanken. Aber da gibt es auch andere, die das ebenso gemacht haben, die manchmal übers Ziel hinausgeschossen sind, was er zum Beispiel auch über die Juden gesagt hat und was er dann auch zum Teil auch in der Richtung missbraucht wurde, dass man eben dann auch das Wort im Mund herumgedreht hat oder die Dinge anders gedeutet hat, als Luther sie eigentlich meinte. Und dass man ihn dann für vieles verantwortlich gemacht hat, auch für den Bauernkrieg, der dann später stattgefunden hat, wo die Bauern dann auch von den Fürsten und den Herren und all den Adligen quasi kaputt und mundtot gemacht wurden und vernichtet wurden. Und das hat man Luther auch in die Schuhe geschoben. Da gab es dann viele andere Revolutionäre oder auch Menschen, die halt auch im Glauben engagiert waren, die aber dann meinten, Luther ist nicht weit genug gegangen und die dann aber politisch wurden. Thomas Müntzer und wer da noch alles aktiv war, die dann quasi das Kriegsbeil ausgegraben haben und der Meinung waren, sie müssen sich jetzt gegen die Obrigkeit mit Gewalt wehren. Aber das hat Jesus damals ja auch nicht vorgelebt oder gemeint, dass man so agieren muss, auch wenn man die Wahrheit kennt und weiß, dass die Oberen oft fehlerhaft sind und vieles falsch machen, dass man sie dann trotzdem nicht bekämpfen darf und das Schwert rausholen darf. Das ist nicht das, was Jesus gelehrt hat. Er hat gesagt, wer im Schwert quasi mit anderen umgeht, der wird auch letztlich durch das Schwert umkommen. Wir sollen friedlich bleiben, wir sollen die Wahrheit sagen, die Wahrheit auch aussprechen, aber sicherlich nicht mit Gewalt. Und das ist sicherlich nicht das, was Luther wollte. Aber wie gesagt, hat auch Fehler gemacht, aber er hat auch vieles richtig gemacht, vieles gut gemacht. Und wir sollten da nicht das Knie über ihn brechen und ihn wegen seiner Fehler anklagen. Auch Mose hat sogar jemanden umgebracht. Paulus hat die Christen verfolgt. Und so weiter. Und das sind alles Menschen des Glaubens, die ihre guten Zeiten hatten, aber auch ihre schlechten Zeiten, die Richtiges, aber auch Falsches gesagt haben. Das sind Menschen, aber Gott hat sie gebraucht. Gott hat sie als Werkzeuge zu ihrer Zeit benutzt. Und das ist doch das, was wir behalten sollen. Und wir dürfen Martin Luther in Ehren halten, aber wir dürfen auch darauf vertrauen, dass er seinen Erlöser finden durfte. Und auf seinem Sterbebett, das Letzte, was er sagte, war, wir sind Bettler. Und darüber darf man nachdenken. Wir sind wirklich vor Gott Bittsteller. Wir haben nichts verdient. Wir sind auf Gnade angewiesen. Wir kommen mit leeren Händen. Und wir brauchen nur Gnade und Liebe und Vergebung jeden neuen Tag. In diesem Sinne, Gott segne euch. Er stärke euch. Er stärke euren Glauben. Er sei mit euch. Und er leite euch in eurem Leben und segne euch. Und schon wieder sind wir am Ende dieses Gespräches angelangt. Ich glaube, dass das das dritte Interview war. Ach, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Okay, also, es hat mir wieder mal echt Spaß gemacht. Und danke dir ganz herzlich für deine Antworten, die wieder mal sehr aufschlussreich, sehr interessant waren. Und ja, vielleicht können wir das wiederholen. Keine Ahnung. Geplant ist nichts im Moment. Aber wer weiß, wer weiß. Allen Zuschauern, Zuhörern hier auf diesem YouTube-Kanal wünsche ich alles Gute. Gottes reichen Segen und hoffe natürlich, dass ihr wieder mal hier reinschaut. Und dir, lieber Jörg und deiner Frau, wünsche ich das natürlich auch. Gottes Kraft und seine Nähe jeden Tag, ja, dass ihr es einfach spüren dürft, dass der Herr gegenwärtig ist und
euch umgibt von allen Seiten. Das wünsche ich euch beiden und natürlich euch allen anderen auch. Und ja, vielleicht hören wir uns wieder. Bis auf bald, Martina.